kleines Parkei, 5-2 gewonnen am Schluss, aber am Mittwoch seid ihr noch mit Piasca im Einsatz gewesen und jetzt am Freitag plötzlich Davos, überrascht seid ihr über den Anruf, es plötzlich geheissen, hey, Querwens, wir brauchen jetzt Davos oben. Ja, es war natürlich sehr überraschend. Am Donnerstagabend habe ich Bescheid bekommen, dass ich am Freitag auf Davos muss. Sicher auch eine gewisse Erleichterung und eine Vorfreude gewesen. Aber ich sage jetzt gerade, die letzten zwei Jahre mit Verletzung, aber auch sonst sportlich sind nicht immer einfach. Die Spielfreude haben wir fast ein bisschen gesehen, also dass man sehr viel Freude hat, wieder mal in National League Luft schnuppern und sogar heute noch ein Goal schiessen können. Ja, natürlich. Nach dieser harten Zeit, harten zwei Jahren, ist das natürlich ja, ein kleiner, ja, kleiner Schritt gegen oben gewesen und sicher schön, ja. Wenn Sie jetzt eure Leistung, jetzt heute aber auch der ganze HCD, 5-1 gewonnen, sind noch nicht lange in dem Team drin, haben gewusst, dass es aber so ein bisschen sportliche Probleme gegeben hat. Was war jetzt heute der Ausschlag gewesen, dass wir eben die RC Lions 5-2 schlagen können? Ja, wir haben sicher gut ins Rettung gestartet. Ins Erste haben wir hergeschafft, vorgecheckt, hinger sehr solid gewesen. Ich glaube, es war sehr entscheidend gewesen, das erste Drittel. Im Zweiten haben sie ein bisschen mehr Druck gemacht und hatte ein bisschen mehr Scheibenbesitz und sicher dort war es extrem wichtig, dass wir dort den Sack zumachen konnten. Einfach Gratulation und merci vielmals. Merci. Danke, gute Herren.